Kochen 20.01.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Nudelfleckerl mit Spitzkohl für 4 Personen. 1 für die Nudelfleckerl, das Mehl, den Grieß, die Eier, das Eigelb, das Olivenöl und eine Prise Salz zu einem glatten, elastischen Teig kneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und im Kühlschrank etwa 30 Minuten ruhen lassen. 2. Den Teig mit der Nudelmaschine oder dem bemehlten Nudelholz dünn ausrollen. Aus der Teigplatte mit dem gezackten Teigrad Dreiecke von 3 bis 4 cm Seitenlänge schneiden. Die Nudelfleckerl in reichlich Salzwasser 3 Minuten sehr bis fest kochen. In ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. 3. Für den Spitzkohl vom Kohl die äußeren Blätter und den Strunk entfernen und die Blätter in 2 bis 3 cm große Rauten schneiden. Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen und den Spitzkohl darin bei mittlerer Hitze anbraten. Die Brühe angießen und die Zitronenschale hinzufügen. Den Spitzkohl mit Salz und Pfeffer würzen. 4. Die Nudelfleckerl dazugeben und etwa 2 Minuten darin erhitzen. Mit Salz, Pfeffer, je eine Prise Kümmel und Majoran und dem Paprikapulver abschmecken, die Zitronenschale entfernen und die Butter unterrühren. Die Nudelfleckerl mit Spitzkohl nach Belieben mit frisch geschnittener Petersilie bestreuen. Für Nudelfleckerl mit Radi und schwarzem Trüffel die Nudelfleckerl wie in Schritt 1 und 2 beschrieben vorbereiten. 400 Gramm weißen Rettich putzen, schälen, längs vierteln und in 3 mm dicke Scheiben schneiden. Den Rettich in kochendem Salzwasser 4 Minuten bis fest blanchieren. In ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. 125 ml Brühe und 125 Gramm Sahne in einem Topf erhitzen und um ein Drittel einköcheln lassen. Ein Esslöffel Butter hinzufügen und darin schmelzen lassen. 10 Gramm schwarzen Trüffel putzen. Den Rettich und die vorgekochten Nudelfleckerl zu der Sahnesoße geben und den Trüffel darüber hobeln. Mit Salz, frisch geriebener Muskatnuss und eine Prise Cayennepfeffer abschmecken.